Aber so an sich, ja, jetzt rein vom formalen Standard gesehen, ja, also wenn man einfach nur mal jetzt das Autoritäre sieht in der Waffe, ja, also praktisch der Abgleich der Stati, ist das Quatsch. Willkommen im neuen Jahr, Kinder! Ich meine natürlich, hey! Kinder, wie mache ich ab? Junge? Frohes Neues nochmal an alle, gell? Die Skin-Gewinner haben schon ihre Skins so gut wie alle erhalten. Drei fehlen, glaube ich, noch. Drei oder vier. Also meldet euch. Ich habe euch alle angeschrieben. Ihr müsst euch jetzt auch schon noch melden, nicht wahr? Ich meine, keine Sorge, das verfällt nicht. Ich habe das auf einer Liste und die Skins kommen an euch, zu euch auf jeden Fall. Oder zu niemandem anderen. Naja, gut. Käse-Opening. Teil 3 oder 4 oder 5? Habe ich schon so viele Käses geöffnet? Okay, also, ich würde sagen, wir öffnen die Operation Phoenix Kistels. Machen wir gerade mal auf. Da ist nämlich die AWP Asimov drin, auf die alle so geil sind. Ich ziehe einfach jetzt. Ich dachte mir, ich werde heute einfach mal ein paar Messer ziehen und einiges Rotes habe ich mir jetzt heute für heute vorgenommen. Ich mache einfach mal zwei Phoenix Kisten auf. Komm, lass mal zwei Phoenix Kisten aufmachen, ja? Und dann sehen wir ja, wie der Asimov ist. So, Kinder, ihr werdet es nicht glauben, ich habe mit Fraps nichts aufgenommen. Man merkt, das war die ganze Zeit Standbild. Aber ich habe dennoch hier das alles so hingewurstelt, dass ihr zumindest, dass ich euch jetzt halt die Waffen zeige, die ich eben freigespielt habe, die ich freigewürfelt habe, ja? Los geht's! Aber sie ist schon ein bisschen schön. Fick die Kacke, Mann! Ich meine, gut, sind es doch. Nee, das kann man nicht gut reden. Hört auf, das gut reden zu wollen. Ja, na gut, die habe ich doch schon! Dieses hässliche Stück! Scheiße! Oh mein Gott. Nein! Scheiße, Mann, bis auf die verwichste Waffe, die nicht gut ist, sind alle gut und ich hab die Scheißwaffe. Outbreak. Deine Mutter ist ein Outbreak. Machen wir halt noch so Franzose-Kischduff. Immerhin. Oh Gott, sieht die schwul aus. Wie so ein Leoparden-Ding, was manche Weiber anziehen. Wenn immer so im Club ist, weißt du, und die Mädels kommen angelaufen mit ihren Leoparden-Leggings. Ach, die sieht schon ganz gut aus, oder? Komm, Glück nicht. What are you talking about? Die Rocket Pop habe ich doch erst letztens weggegeben, Mann. Jetzt habe ich schon wieder eine. Also, ich weiß ja nicht, bei so einer Geschichte, ja? Und die ist Factory New. Ja, was will man mehr? Wahrscheinlich 1000 Euro wert oder so. Schmeiß die Fuffis in den Club. Ich meine die 48er in den Club. Bling. Rich like a bitch. Da kann ich nichts sagen bei so einem reichen Mann wie mir. Da kann ich einfach nichts sagen. Ist die schick. Sieht auch nicht gut aus. Sieht auch nicht. Aber jetzt habe ich endlich so eine Trickis-Tickis-Waffe. Die kann ich jetzt benutzen. Oder an euch verschenken. Ist natürlich auch eine Option. Ja. Ivory! Sieht aus wie eine Software. Hopp, lächerlich. Lächerlich! Ja, ein System-Block. Und die wäre direkt hinten dran nochmal gekommen. Falls ich die nicht bekomme, keine Sorge, ich krieg da nochmal eine. Behinderte Affenkacke. Ich kann das gar nicht mehr sehen, so Scheißwaffe da euch. So eine dumme Scheiße. Oh, warte mal. Die sieht saugeil aus jetzt, mal im Ernst, oder? Alter, ist die geil, ey. Voll die schöne Waffe. So eine richtige Naturschönheit. Weißt du Bescheid? Ja, die ist schön. Ich muss gerade ins Hingucken. Scheiße. Star Trek! Eine Stat-Track AK habe ich mir immer gewünscht. Halt, ich habe die AK Redline, aber die hat keinen Stat-Track, oder? Korn hat die Stat-Track? Nee, gell? Geiler Scheiß. Endlich kann ich mal jetzt pro Runde die 1000 Kills, die ich immer mache, auch mitzählen lassen. Fett. Ach, und wisst ihr was? Wir sind im Jahr 2016. Ich mache noch eine 11. auf. Komm, Scheiß drauf. Ich will jetzt die Shadow Daggers. Was hat mir das Jahr 2016 bis jetzt gebracht? Nur Trauer und Schande. Man kann es gar nicht wegescapen. Die sieht ja wohl, also ob die jetzt, ich weiß auch nicht. Hat die eine gewisse Schönheit? Vielleicht ein bisschen. Ich finde die Glocks an sich sehr schön. Ich habe mir irgendwann als Jüngling, habe ich mir eine Glock geholt, also eine Soft Air. Und die habe ich eigentlich ziemlich gemocht. Die mag ich immer noch, finde ich ziemlich cool. Aber so an sich, ja, jetzt rein vom formalen Standard gesehen, ja. Also wenn man einfach nur mal jetzt das Autoritäre sieht in der Waffe, ja. Also praktisch der Abgleich der Stati. Ist es gerade. Egal. Guck mal, ich hab ganz viele tolle Skins, die ich euch geben kann. Guck mal. Ach gut, doch. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja. Ciao.